Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Rembrandt Reforged. Zwei Tage nachdem ich das erste Video rausgehauen habe, ich hatte irgendwie Bock nochmal wieder zuzumachen. Euch gefällt das so offensichtlich, also ich habe gute Aufrufe bekommen, krass. Ja, wir schauen, wie es laufen wird. Diesmal spielen wir die Jägerin. Ich hatte gesehen, dass ihre Waffe, ihre Waffe verstärkt wurde. Also, dass halt ihre Armbrust ist unglaublich stark, die schießt übertrieben schnell. Und ja, ich will mal ausprobieren, wie sich das so anfühlt, zu benutzen. Daher spielen wir eine hübsche Runde mit der Jägerin. Nachdem wir letztes Mal die Magierin gespielt haben. Ich habe jetzt auch mein Audio-Problem hinbekommen. Okay, sind da vier Truhen. Dann stellen wir das mal kurz. Hier draußen ist irgendwer. Da hinten ist jemand gespawnt, ich weiß nicht ganz genau wo. So, sie hat auch den Greifhaken, den ich sehr interessant finde. Da drin ist die Person irgendwo. Oben oder unten? Hä, wieso? Eigentlich hätte... Wieso wurde ich nicht... Über mir. Ich bin voll verwirrt. Wieso hat das gerade nicht funktioniert? Eigentlich hätte ich überspringen müssen. Wo? Doch unter mir? Hä? Doch unter mir. Oder wie? Ich bin jetzt... Ich spreche genau über diese Waffe. Dann wischen nach. Alter. Das war gerade besonders. Dankeschön. Mir hat sehr viel Sorgen gemacht. Heilen wir uns kurz. Nehmen wir das mit. Genau, perfekt. Okay, das war ein bisschen gruselig, um ehrlich zu sein. Ich wundere mich nur, weswegen meine Fähigkeit nicht funktioniert hat. Nehmen wir... Nein, ups, das wollte ich nicht. Ich wollte das machen. Ja, genau. Eigentlich auch nicht. Verdammt! Die falschen Sachen gemacht. Nee, dich will ich nicht haben, dich will ich nicht haben, dich will ich nicht haben. Dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht. Gott, okay. Es ist ungewohnt, dass ich mich nicht heile. Oh. Eigentlich kann ich dich mitnehmen. Oh Gott, das ist so nervig mit den... Ich bin kein Fan davon. Hier draußen ist irgendwer. Frage ist jetzt, wo? Da bist du. Wo? Ich hab doch Gegner gehört gerade, oder? Ja, da vorne irgendwo. Okay. Machen wir das mal. Okay, das funktioniert nicht. Oh Kacke, nachladen. Ach komm schon, sie müssen so. Wie? Wo? Okay, ich wollte gerade schon sagen, sie muss low sein. Okay. Wieso greift sie mich nicht an? Kenn ich sie gerade? Lol. Nehme ich natürlich mit, I guess. Das war komisch. Hier ist noch irgendwo jemand. Was ist der Drache wieder? Bin mir irgendwie unsicher. Wie ist das denn? Okay. Ich glaube, ich schmink mal kurz. Ich muss mal. Oh, okay. Muss mal kurz hinterherkommen mit meinem Leben. Ist der Drache, okay. Der Drache verwirrt mich immer wieder. Ich denke, da sind wir auf einmal da. So, okay. Was wir jetzt zuerst machen, ist, glaube ich, erstmal schmieden. Beste Entscheidung. Definitiv wichtig, schmieden wir uns eine Waffe. Okay, perfekt. Machen wir Rüstung. So Rüstung. Fähigkeiten. Okay. Haben wir uns noch kurz voll. Überraschenderweise bräuchte ich so einen Heiltrank. So, jetzt stellen wir kurz den Rest hier noch. So, okay. Ich muss mich auch sehr, einfach an die neuen Waffen gewöhnen. Definitiv, das ist komisch. Hier mit der, also so schnell zu schießen. Brauche ich alles nicht. Perfekt. Ich bin in der Zone drin, Perfekt. Sehr schön. Nehmen wir das mit. Sehr nice. So, jetzt nehmen wir das. Und nehmen wir das mit. Sehr cool. Das ist doch schön für uns, dass wir haben unsere erste goldene Rüstung.
haben zwei lederne Waffen. Und ja, damit lässt sich doch arbeiten, hoffentlich. Es ist aber wirklich krass, ungewohnt jetzt so zu spielen. Einfach auch schon wegen den, dass einfach die Gegner nochmal andere Fähigkeiten haben und so. Also, in meinem letzten Video hat es mich ja sehr verwirrt mit dieser Klon von dem Assassin. Das habe ich am Anfang nicht so ganz realisiert, dass er das machen kann. Also, ich weiß, am Anfang, die beiden Leute haben jetzt sogar geteamt, bin ich mir sehr, sehr sicher. Also, ich kann jetzt mal Leute schreiben, ihr könnt mir nicht sagen, dass die beiden Typen nicht geteamt haben. Diese beiden Jäger. Es war so strange von denen, wirklich. Aber danach, danach war niemand mehr, der geteamt hat. Es waren einfach nur die Kopien von Assassin. Ich weiß immer noch nicht, wie diese eine Person auf einmal hinter mir war. Aber das lassen bitte, einfach irgendwo hängen zu bleiben. Wäre ich sehr dankbar für. Ich bin mir so unsicher, ob jetzt einfach gleich irgendwo ein Gegner auftaucht. Das wäre sehr unangenehm. Aber der Greifhaken zum Beispiel ist auch wirklich nice. Das ist eine gute. Es ist cool, dass es dazu gekommen ist. Am Anfang ein bisschen komisch zu benutzen, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Ja, nein, danke. Ich behalte erstmal meine lilanen Waffen. Ohne das Gewehr wäre ich. Oh. Das ist komisch. Bleiben wir schon nach. So, okay. Die Waffe ist hart komisch. Okay, ich muss mich da wirklich dran gewöhnen. Das ist sehr komisch zu benutzen, wirklich. Einfach strange. Da wird schon. Da hinten liegen noch ein paar Sachen, aber ich brauche erstmal nichts mehr. Angenehm, dass der Typ und wie nicht wirklich was gemacht hat. Verbessern wir schnell unseren. Bestes, verbessern wir dich schnell. Machen wir uns doch mal schnell Rüstung. Und ja, nochmal so eine Rüstung. Und nochmal eine Fähigkeit. Wieso nicht? Sehr schön. Okay, das ist sehr weit. Okay, nehmen wir das mal kurz mit. Und wechseln wir einfach gleich um. Dann haben wir einfach einen Bogen und. Das andere Teil, eine Armbrust. So. Aber gut, der Typ ist einfach nur gestorben, weil ich, keine Ahnung. Das ist einfach lucky für mich gerade, um ehrlich zu sein. Ich war jetzt da wirklich nicht so übertrieben gut. Nehmen wir dich mit. Dankeschön. So, und gib du dich mal her. Danke. Sehr schön. Jetzt sind wir sehr. Schmier ich noch? Achso. Nein, das würde ich nicht. Können wir 4. Okay, die Tasten sind immer noch ein bisschen verwirrend für mich. So, okay, was müssen? Das Problem ist, nachdem ich Corona hatte, habe ich ein paar Atemprobleme, was nicht so geil ist. Aber die sind nur da, wenn ich jetzt länger Zeit liege oder sowas. Dann taucht es auf, leider. Kann ich aber nicht wirklich viel gegen machen, was sehr blöd ist. Aber naja, wird schon irgendwie wieder. Hoffentlich. So. Okay, aber es war gut, wirklich. Einfach jetzt schon eine goldene Waffe. Es läuft ja jetzt schon mal besser als letztes Mal. Würde ich sagen, ich bin fast komplett Gold, also hab fast komplett goldene Rüstung. Oh, hier ist ein Kobold. Lass mir den Kobold in Ruhe, oder? Warte, wo bin ich? Okay, die Zone ist recht groß noch. Nee, okay. Ich dachte, ich hätte irgendwo irgendjemanden gehört. Es ist ungewohnt, dass meine Waffe, also dass die Armbrust, nur 10 Schuss hat. Hallo Drache. Du bist wirklich eine sehr besondere Figur. Oh, hi. So. Okay, das war nicht gut gemacht. Oh Gott, die Waffe. Rüstung. Ist das echt der Spieler? Das ist ein Bot. Ich glaube, es ist ein Bot. War krass, wie oft er mich getroffen hat, der Bot. Ja, es ist einfach ungewohnt. Ne, Waffen sind ungewohnt. Also, dass ich so schnell schieße. Oh, da ist mal eine Klassentruhe, nehmen wir die mal mit. Kann ich nicht so gut aimen, was. Nicht so gut ist. Wir wollten eigentlich nach da drüben. Der Typ war einfach nur da, hat mich abgelenkt. Die Truhe bekommen wir, glaube ich, nicht mehr, würde ich sagen, oder? Also,
Gut, ich will es auch gleich wirklich haben. Oh Gott, okay. Ich muss wirklich dran arbeiten. Das ist komisch, dass ich das schnell schieße. Das ist total ungewohnt. Ich denke mal aber, dass das noch irgendwie wird. Ich hatte Glück, dass jetzt niemand war mit einem Sniper oder sowas, weil, also, der gut treffen könnte. Ansonsten wäre nicht gut für mich geendet. Glaube ich. Der einzige Vorteil, den ich gerade habe, ist, dass ich, wo ist die Truhe da hinten? Dass ich so viel Rüstung habe. Definitiv, ich habe einfach neuen Rüstungstränke. Ist einfach krass, dass man jetzt konstant die Rüstungsrune drin hat. Mit seiner, mit der Rüstung. Und natürlich ist das nochmal extra krass, dadurch, dass ich die goldene Rüstung habe. So, wo ist die Truhe? Da hinten ist die Truhe. Guten Tag. Joa, brauche ich irgendwie alles nicht. Oder warte, weißt du was? Wir wechseln mal hier durch. Packen wir den Bogen mal weg. Ich werde den jetzt eh nicht benutzen und ich fühle mich gerade etwas sicherer mit der, hier, mit dem Slugwerfer. Definitiv. Und ja, wir müssen uns gerade mal entscheiden, ob wir den Bogen haben wollen oder die Armbrust. Und wir nehmen die Armbrust. Weil ich habe keinen Bock, durch beides durchzuwechseln die ganze Zeit. Nur das mit, machen wir bessere Rüstung. So, irgendwas zu verbessern eigentlich noch? Ja, machen wir den Haken mal. Ja, wird schon. Das dürfte gut laufen. Ich habe jetzt leider. Okay, machen wir das mal schnell. Dann habe ich noch eine Bewegungsfähigkeit, die ich benutzen kann. Solange hier noch niemand ist. Ist das der Drache oder wer war das gerade? Das ist wirklich unangenehm. Oh, ich bin noch mit voller Rüstung. Upsi. Gut, jetzt haben wir halt für irgendjemanden Rüstungsränke noch hier liegen. Ernsthaft. Drache, du bist crazy nervig. Ist dir das bewusst? Also, ich denke immer, da wäre irgendwer auf einmal. Das ist crazy. Der Drache macht mich verrückt. So, okay, ich denke mal, dass jetzt hier niemand mehr hinkommt, hoffentlich. Also, dann bekommt jetzt die Person nochmal 3 extra Rüstungstränke. Noch ein Spieler. Also, okay, krass, ich dachte, würde noch länger dauern. So, stellen wir hier kurz die Sachen. Ah, leider, ich hätte meine Rüstung verbessern sollen. Damit hätte ich jetzt noch volle Handschuhe gehabt. Ich glaube, damit kann man schneller nachladen oder sowas in die Richtung, oder? Ich glaube, schneller nachladen oder schneller Waffen wechseln oder so. Irgendwie sowas. Es endet im Jadegarten, so wie es aussieht. Puh, okay. Das kann interessant werden. Ich hoffe aufs Beste hier gerade. Hab ich jemanden gehört? Nein. Ich weiß gar nicht, wie viele echte Spieler überhaupt noch da sind gerade. Okay, noch mehr Sachen, die ich nicht haben kann. Ernsthaft, nochmal ein Brustpanzer. Ich habe schon mehr maximal. Maximal. Es ist gut, wie viele Schaden man bekommt. Definitiv, damit kann man jetzt wirklich was schmieden. Und du brauchst keine Stunde lang warten, bis du irgendwas bekommst. Aber, Joa, Alter, ich habe so viel hier gerade. Alles, was mir auch noch fehlt, sind die Handschuhe. Und dann bin ich auch vollkommen Gold. Das ist crazy. Das hatte ich, glaube ich, noch. Also gut, hatte ich bisher auch gar nicht. Das ist wirklich krass. So, wenn irgendwer mir noch goldene Handschuhe geben möchte, bin ich dabei. Wenn ich das wäre. Oh, da sind keine goldenen Handschuhe dabei. Oh, das sind wirklich gar keine Probleme mit Charles. Das ist krass. So, okay. Ich weiß gar nicht, ob es so die beste Idee ist, 2 Angriffsfähigkeiten zu haben. Als, für meine beiden Fähigkeitsslots. Ich glaube, ist okay, glaube ich. Ich kann damit den Gegner gut verwirren. Und so, aber ich denke mal, manche andere Fähigkeiten könnten besser sein. Aber naja, wir haben es jetzt so. Und wir müssen es auch jetzt. Keine Ahnung. Ist einfach so. So, okay. Habe ich irgendeine Idee, wo Gegner sein könnten? Hallo Drache nochmal. So. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Weil eigentlich, die Zone ist halt noch riesig gerade. Es dauert ein bisschen lange, bis man hier irgendjemanden findet. Ich weiß auch nicht ganz, wieso das so sein. Also. Ist ein bisschen strange. Weißt du was? Und das mal kurz. Ja. Wir holen das aus. Hoffen wir, dass jetzt nicht irgendwie sterbe random. Dass irgendwer vorbeikommt. Wie lange brauchst du? 20 Sekunden. Okay, das dürfte funktionieren. Aber ich sehe hier gerade einfach niemand, noch 6 Spieler. Sturmgewehr, okay. Strange. Also ich bin wirklich hart verwirrt, wo alle Gegner sind. Vielleicht ist es gut, dass hier niemand da ist. Damit kann ich mir wirklich alles machen, was ich machen möchte. Aber es ist aber wirklich verwirrend. So. Schneller nachladen, glaube ich. So, okay, nice. Das haben wir alles Gold. Oder?
Unfreundlich. Das macht ganz schön viel Schaden, wow. Unangenehm. Schade. Unsere Rüstung mal schnell voll. So, okay, dafür mach's. Okay, da hab ich's getroffen. So. Hast du mich gesehen? Meine Fähigkeit hat nicht funktioniert. Wo bin ich? Wieso hat meine Fähigkeit nicht funktioniert? Das war halt nervig. Wieso geht das nicht? Was passiert hier gerade? Wieso? Oh, ist das nervig. So, okay. Warten wir kurz hier oben, bis ich wieder genug Rüstung bekomme. Dürfte okay sein. Okay, noch 6 Spieler. Wo sind denn alle überhaupt? Okay. Okay, die Waffe ist wirklich um einige schwächer geworden als früher. Nein, komm schon. Wieso ist das so? Ah! So Kackfähigkeit ist unglaublich. Das nervt mich so sehr. Wieso funktioniert an meinen Fähigkeiten nicht? Sie bricht immer und immer wieder ab. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und man, die Waffe ist um ein Geschlecht. Er ist voll. Okay, krass. Die Waffe ist um ein Geschlechter geworden als früher. Ich glaube, wegen dem Schaden. Wegen, dass der Vollschaden einfach nicht mehr da ist. Ach man, das nervt mich hart. Wow. Okay. Das ist. Was? Wow, okay. Okay. Aber. Ich bin so verwirrt. Wieso ist die Fähigkeit immer und immer und immer wieder abgebrochen? Ich konnte sie einfach null benutzen. War richtig kacke. Was hasse ich? Und ja, ist einfach ungewohnt. Die Waffe ist um einiges schlechter geworden als vorher. Das ist ein bisschen nervig. Ich hatte irgendwie mir was Besseres erhofft, um ehrlich zu sein. Also was um einiges Besseres erhofft davon. Okay. Da kommt er auch nicht durch. Lol. Wow. Okay, keine Ahnung. Das ist einfach nur verwirrend gewesen. Ich weiß nicht, wieso das so gewesen ist. Aber die Axt fühlt sich auch wirklich hart komisch an. Da musst du erstmal reinkommen. Hä? Hat der Typ mich gekillt? Wenn ja, uff. Das kann gut. Ich glaube, der Typ hat mich gekillt. Scheiße. So, mit einer grünen Axt. Krass. Aber wirklich, ich hab ja schon mal 0 Schaden gemacht, gefühlt. Ist einfach nervig. Aber wie stark ist der Bogen? Zeig mal her. Also, okay. 950 Schaden. Okay, das ist krass. Aber mein, ich weiß nicht, was die bessere Entscheidung gewesen ist, dass ich die Schlagwaffe benutze oder dass ich die Armbrust benutze. Weil, keine Ahnung, die Armbrust ist ja schon okay, schneller Schaden und so, ist schon nice zu benutzen. Aber so im Nahkampf, da habe ich die Schlagwaffe benutzt, aber ich hatte einfach nicht im Kopf, dass der Feuerschaden nicht mehr da ist und der deutlich um einige schlechter als vorher. Also um einige schlechter als vorher. Das war krass ungewohnt. Und irgendwie mehrere Leute benutzen den Turret. Okay, aber der ist dann wirklich um einige schwächer geworden. Und noch 3 Leute. Es war auch komisch allgemein, wo einfach alle Leute waren. Das war, also die Map ist irgendwie ein bisschen zu groß dafür, wie schnell man sterben und fighten soll. Also, keine Ahnung, ich bin mir unsicher, wie geil das ist, dass die Map kleiner ist. Also, sie müsste dann auch kleiner gebaut werden und so. Das ist einfach nur strange. Ich hatte zwar gute Sachen, aber es hat irgendwie 0 wirklich gebracht, aber auch meine Fähigkeit aber nicht funktioniert. So, okay. Was man das überhaupt machen kann. Ich bin
hart verwirrt, ist tot. Ja. Aber sie dürfte, ja, sie dürfte rauskommen. Niemand kann sie verfolgen, außer der Typ springt rüber. Ja, nice. Ja, geil. Einfach sicher. Okay, gut, Leute. Ich bin verwirrt. Es nervt mich ein bisschen, um ehrlich zu sein. Ich bin, bleib doch einfach da, bist du doof. Was hat sie da jetzt gerade gemacht und wieso hat sie das jetzt gerade gemacht? Es war ein riesiger Fehler von ihr, sie hätte einfach da bleiben sollen. Aber wäre sie da geblieben, hätte sie keinen extra Schaden bekommen. Und das ist auch doof. Bleib einfach da unten. Tschüss. Na gut. Der eine hat eine Axt. Ha. Ja gut, der Typ ist gewonnen, oder? Aber wie auch immer er es geschafft hat, einfach keine gute Waffe zu haben. Also die Axt ist scheinbar stark genug. Für. Okay. Wie lange das noch zum Nachladen braucht. Schade für ihn. Doof, dass du die Waffe benutzt hast. Hätte er ihn einfach so besiegen, also er hätte ihn so besiegen können mit der selben Angriff. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. I don't know. Ich habe nur viele Kills gemacht, schade. Aber gut, es war eigentlich eine recht interessante Runde. Ist einfach nur blöd, dass ich die Armbrust um einiges besser eingeschätzt, also ich beide Waffen um einiges besser eingeschätzt, als sie eigentlich waren im Endeffekt. Wow. Keine Ahnung. Aber gut, dann würde ich hoffen, dass die Runde gefallen hat. Lasst gerne ein Like da, abonniert, falls ihr es nicht getan habt. Ja, falls ihr irgendwelche Meinungen zum Spiel habt, die ihr gerne mit mir teilen wollt, gerne Kommentare schreiben. Ich sehe das alles. Ja, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.